Du siehst mich. Unter diesem Motto stand dieses Jahr der Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Das Zitat stammt aus einer komplizierten Dreiecksgeschichte, der Geschichte von Sarah, Abraham und ihrer Magd Hagar. Abraham war mit Sarah verheiratet. Sarah bekam kein Kind, keinen Stammhalter. Schließlich schickte sie ihren Mann zur Magd Hagar. Sollte wenigstens die Abraham ein Kind gebären. Und so kam es. Hagar gebar Ismael. Später bekommt auch Sarah noch ein Baby, Isaak. Das lässt die Situation zwischen den drei Personen eskalieren und Hagar muss mit ihrem Kind in die Wüste fliehen. Sie ist allein mit ihrem Sohn und verzweifelt. In der Wüste begegnet ihr an einer Wasserquelle ein Engel Gottes. Das Gespräch mit ihm tut Hagar gut. Sie tankt auf. Hagar gibt Gott daraufhin einen Namen, El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich. Das ist also ein Gottesname. So ist Gott. Gott sieht mich. In diesem Satz steckt unsere Sehnsucht danach, angesehen zu sein, wahrgenommen zu werden, beachtet zu werden, als der Mensch gemeint zu sein, der man ist. Und darin steckt das Staunen darüber, von Gott angesehen zu sein, wahrgenommen zu werden. Nicht oberflächlich, sondern echt und tief. Gott sieht ein. Gott sieht sie. Und das bedeutet, sie sind wertvoll, geachtet und haben einen Platz in dieser Welt.